Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, die Designkultur ist im deutschsprachigen Raum seit ungefähr 5 Jahren stark in Bewegung geraten. Nicht nur in Italien spricht man von Design, sieht man Ausstellungen, gibt es Publikationen, sondern auch bei uns. Erst kürzlich fand in Frankfurt eine große Designausstellung statt, und zwar im Deutschen Museum für Architektur. Und kürzlich erschien in der Schweiz eine Zeitschrift, Hochparterre heißt sie, mit dem Untertitel Zeitschrift für Design, Architektur und Umwelt. Design ist also populär, trendy. Wie sehr die Bedeutung des Designs zugenommen hat, zeigt sich schon alleine darin, dass gewisse Designer richtige Stars geworden sind. Ich denke hier an den Italiener Ettore Sozzas oder an den Franzosen Philippe Starck. Bei den Fashion-Designern, bei den Modedesignern ist es eine Ausnahme. Die waren natürlich schon immer bekannt mit dem Namen. Denken Sie nur an Karl Lagerfeld, Christian Dior, Yves Saint Laurent. Der Designer Jan Matthias ist noch ein Unbekannter, aber seine Designs sind zum Teil weltberühmt. Sein bekanntester Wurf ist die Porsche-Brille, und die Porsche-Skibrille wurde in die Designsammlung des Modern Art Museums in New York aufgenommen. Seine Biografie in Stichworten. Jan Matthias ging in Frankfurt zur Schule, studierte in Darmstadt Maschinenbau und anschließend in Los Angeles in Kalifornien Industriedesign. Jan Matthias, wie wird ein Ingenieur plötzlich Designer? Zwei Faktoren waren dabei ausschlaggebend. Zunächst mal der Grundstock, das Talent, das dann schon bereits in der Schulausbildung Goethe-Gymnasium Frankfurt in die Richtung des musischen Zweiges und Hauptfach Kunst gerichtet wurde und weiters dann Ende der 60er Jahre durch den Tod des Vaters und den Verkauf des Familienunternehmens eine Richtungsänderung stattfand von dem Maschinenbau der trockenen Atmosphäre hinweg wieder zurück zu dem eigentlichen Design und das sich ausdrücken in dieser Richtung. Gab es Leute, die Sie damals schon beeinflusst haben, Designs? Natürlich. Umfeld Frankfurt, Braun, Braungeräte damals, sehr interessant. Also Dieter Rams zum Beispiel und auch in anderen Produktsparten natürlich. Wie muss man sich eigentlich Ihre Arbeit als Designer vorstellen? Wie arbeiten Sie? Sie wohnen ja in Los Angeles, das muss man vielleicht den Zuschauern sagen. Und arbeiten aber sehr viel für deutsche, für europäische Unternehmen. Ja, das war auch Ausgangspunkt meiner Philosophie, dass ich das europäische Design, die europäische Designphilosophie, wenn man so möchte, verband mit dem stimulierenden Umfeld Kalifornien, amerikanische Westküste und in diesem Zusammenhang eben den Zugang zu den Hauptbenefits, den Voraussetzungen in Kalifornien, zum Beispiel Zugang zu Technologien, neue Materialien, Aerospace Industry und auch noch die Proximität zum Fernen Osten als im Moment auch sehr aktuell als Hintergrund Hersteller, Sourcing und damit Zugang eben zu dem dritten Punkt außer der Philosophie und außer dem Material, der Herstellungsprozess. Wie geht denn das konkret vor sich? Das ist eigentlich... Entwerfen Sie etwas und gehen dann zum Kunden und sagen, hier habe ich eine Uhr, eine Brille, ein Auto? Nein, generell ist es so, dass der Kunde zu mir kommt und zwar aufgrund einer Mund-zu-Mund-Werbung. Ein Kunde empfiehlt mich an einen anderen Kunden, eine Consulting-Firma empfiehlt mich an einen Kunden, der Kunde gibt mir einen Auftrag und ich beginne zu arbeiten. Ich arbeite also nicht auf Lager. Ich komme nicht zum Beispiel an eine Idee, die ich realisiert sehen möchte und die ich dem Kunden praktisch anbiete und den Kunden, dass ich den Kunden akquiriere. Aber wie geht das dann konkret? Zum Beispiel nehmen wir mal an eine Uhr. Das geht durch ein ganz normales Prozedere, ein Briefing kundenseitig, der mir nicht nur die Aufgabenstellung definiert, sondern auch die Parameter absteckt. Und die Begrenzungen damit aufzeigt, sei es nun herstellungsbezogen, sei es marketingbezogen, sei es materialbezogen, vielleicht sogar eine Kostenschwelle, über die ich nicht hinausgehen darf oder die ich nicht unterlaufen darf.
Das sind also Randparameter, mit denen ich von Tag zu Tag zu tun habe und die ich auch gerne habe, denn ich muss mich ja irgendwie orientieren, damit wir nicht von Anfang an bereits Zeitverluste haben. Aber wie geht das konkret? Sie nehmen den Federhalter oder einen Bleistift, zeichnen die Uhr, telefaxen diese Uhr, der erste Entwurf in die Schweiz oder nach Österreich oder nach Deutschland? Oder wie muss man sich das vorstellen? Ja, man hat ja einen Fundus von Eindrücken, man hat ein gewisses emotionales Verhältnis zu den Produkten. Und man kann ja dann eigentlich, man fängt nicht bei Null an, man fängt nie bei Null an. Man hat ja eine Meinung gegenüber einem Produkt. Und die kreative Phase, die erste Phase, sogenannte Ideenfindungsphase, die sollte eigentlich so breit wie möglich sein im Spektrum. Das heißt, der Freiraum ist der breiteste. Und dann gehe ich hierarchisch immer weiter auf einen sogenannten Brennpunkt hinzu, bei dem ich mich mehr und mehr mit dem Produkt selbst auseinandersetze. Wie lange hat zum Beispiel der Entwurf für die bekannte IWC-Uhr gedauert? Das sind Dinge, die eigentlich zeitlich gar nicht bestimmbar sind. Man hat manchmal die Initialidee in wenigen Minuten und in anderen Beispielen muss man sich praktisch durch eine Erfolgskurve arbeiten. Und es hat sich eigentlich herausgestellt über die Jahre hinweg, dass innerhalb einer Vielzahl von Entwürfen die Entwürfe, die tatsächlich zeitlich in der Mitte liegen, die fruchtbarsten sind. Das heißt, am Anfang hat man eine Anlaufzeit, dann hat man eine absolute Spitzenzeit und danach flacht die Kurve wieder ab und man entspannt sich nach dem kreativen Prozess. Das Design ist also perfekt in der Mitte der Produktfindung. Jawohl. Jawohl. Und man muss sich auch beschneiden. Darin liegt die Kunst. Man kann Dinge auch zu Tode designen. Und ich arbeite in 4 Wochen Intervallen. Das heißt, ich kann ganz gezielt den bestimmten Entwicklungsphasen des Produktes einen Zeitraum von 4 Wochen zuweisen, der auch noch als Beiprodukt meinem Reiseintervall entspricht. Ich reise einmal im Monat zwischen Kalifornien und Europa hin und her. Und diese Intervalle sind genau dem Kunden abgesteckt. Das heißt, er gibt mir einen Auftrag und 4 Wochen später hat er eine Phase. Wenn Sie eine Aufgabe haben, zum Beispiel, was ich gesehen habe, diese Turnschuhe, werden Sie sich dann Turnschuhe anziehen und mal um das Haus joggen und sehen, wo liegen die Schwächen, wo liegen die Stärken, gucken genau auf die Schuhe der anderen Jogger und sehen, das ist nicht schön, das würde mir gefallen, oder wie geht das? Nein, das mache ich nicht so vordergründig natürlich. Ich habe eine Meinung über Schuhe generell. Das ist nun mal ein, wie gesagt, vorhin schon ein Randfaktor. Zweitens mache ich einen Intensivkurs sozusagen mit dem Produkt. Ich schaue mich am Markt um, ich sehe, was die Konkurrenzfabrikate sind, ich sehe, was die Trends im Moment sind, wo vielleicht neue Materialien zur Verfügung stünden, wo vielleicht ein Transfer von Know-how stattfinden könnte und stimuliere mich dadurch dann in eine Phase, wo ich das umsetze und wo ich das zu Papier bringe. Und das sind ganz bestimmte kontrollierbare Faktoren, dass ich mich zum Beispiel an einem Material orientiere oder an einer Farbe oder an einer Struktur, an einer Oberflächenstruktur und diese Elemente kontrolliert einfließen lasse und zu Papier bringe. Aber auch vom Technischen her muss natürlich der Schuh stimmen, oder? Natürlich, das bezieht sich auch auf die Frage, kann ich ein neues System finden, um den Aufbau der Sohle zu ändern? Kann ich zum Beispiel ein neues System finden, um eine Naht neu verlaufen zu lassen? Kann ich ein Material einsetzen, was mir bestimmte technische Qualifikationen mit sich bringt, die ich vorher nicht hatte? Das ist eigentlich ein Zusammenfluss von vielen Faktoren. Gibt es Produkte, die Sie besonders gerne entwerfen? Eigentlich immer als Voraussetzung, die ehrlichsten und besten Antworten kommen für die Produkte, zu denen man eine persönliche Beziehung hat. Das heißt, Produkte, mit denen man Tag für Tag umgehen muss und für die man bestimmte Präferenzen bereits entwickelt hat. An einer Uhr weiß ich heute zum Beispiel, vielleicht darf ich da kurz drauf zurückkommen,
persönliche Präferenzen. Mich hat gestört, dass ich mich mit der Uhr, dass ich die Hemdkante am Hemdärmel aufscheuere. Deshalb sagte ich mir, warum nicht die Uhr am Hemd anbringen? Also eine Clipuhr. Eine Clipuhr. Und warum nicht damit das Armband eliminieren? Dadurch bin ich auch beweglicher. Richtig. Und die Applikation dann ändert sich total. Ich redefiniere das Produkt. Ich gebe dem bestehenden Produkt Uhr nicht ein neues Aussehen, sondern ich frage eher, was die Uhr soll und was das Armband soll. Und aufgrund dieser Funktionendefinition komme ich zu einer Redefinition der einzelnen Elemente. Also die Uhr selbst ist die gleiche, nur hat sie kein Armband. Aber es ist ja wie ein Schmuckstück geworden, ne? Ja, das ist richtig. Ist das ein Prototyp? Das ist ein Prototyp, den ich schon seit einiger Zeit habe und der eigentlich ein Produkt ist, was in der Schublade liegt. Ja. Ein Luxusprodukt. Ja. Sie haben ja auch ein Tennisracket entworfen. Ich habe irgendwo Pläne, Skizzen gesehen. Und Sie haben mir auch gesagt, dass Sie gar nicht Tennis spielen. Wie geht das überhaupt? Sie entwerfen ein Tennisracket und können selber nicht Tennis spielen. Das ist richtig. Und das, damit schneiden Sie an eine Frage, die eigentlich auch beantwortet werden sollte. Und das ist die Disziplin Design, die ich als Disziplin ansehe, als praktisch als wissenschaftliche Disziplin. Das heißt, damit ist sie eigentlich übertragbar auf jedes Produkt. Ich müsste heute als guter Designer sowohl einem Hersteller von Teekannen Antworten geben können auf seine Problemstellung, als auch einem Hersteller von Tennis-Rackets oder Schuhen. Jan Matthias, die Bandbreite Ihrer Produkte ist ja enorm. Wie kriegen Sie das alles unter einen Hut sozusagen? Das ist gar kein Negativum, sondern es ist ein Positivum. Ich bin dadurch nie in eine Routine gepresst. Ich muss also nicht mich mit einem Thema auseinandersetzen, weil man in mir vielleicht den Guru zum Thema Sonnenbrillen vermutet. Sondern ich habe eigentlich die Freizügigkeit, mich mit Themen im Konstanten auseinanderzusetzen und die Themen laufend zu ändern und dadurch einen tatsächlichen Transfer von Technologien, technischem Verständnis, Produktverständnissen, neuen Materialien zum Beispiel vornehmen zu können. Und auch der Kunde mag das, denn ich bin nicht auf eine Industriebranche kapriziert und würde dann dem Kunden ein Konkurrenzproblem geben. Denn ein Kunde hat ja nicht gerne, dass man Schuhe für ihn designt und der Kunde weiß genau, weil ich der Schuhguru bin, designe ich auch für seinen Konkurrenten. Sondern ich designe immer nur für einen in einer Branche. Also es geht ja von Uhren über Brillen. Möbel, Flugzeuginnenleben, Datenverarbeitung, Kommunikationsmittel, Telefone. Schreibgeräte, Telefone, Koffer, Accessoires, Uhren, jawohl. Das ist wunderschön. Ich habe eigentlich ein wunderschönes Leben. Ich bin nicht eingezwängt in eine ganz bestimmte Situation. Ich darf laufend wechseln und komme mit den verschiedensten Dingen in Berührung und kann das auch geografisch noch ganz locker behandeln. Würden Sie oder haben Sie schon einmal Aufträge abgelehnt, zum Beispiel aus moralischen, ethischen Gründen oder aus ökologischen Gründen? Ja, das würde ich absolut tun. Und das habe ich auch schon getan. Das kann zum einen sein, eine Sache, die einfach von der Themenstellung falsch ist. Zum Beispiel ein Produkt, was ich gar nicht neu gestalten darf, sondern vielleicht nur in der Richtung Kosmetik durch Facelift äußerlich verändern soll und ihm eine neue Farbe gebe und damit erst zum aktuellen Stand bringe. Das ist etwas, wofür ich kein Interesse habe. Sondern ein Produkt sollte, wenn ich es designen soll, praktisch mit einem weißen Blatt Papier beginnen können. Und ich muss ja irgendwo meinen Stempel lassen, meine Handschrift. Und das ist funktionsbezogen. Aber gibt es Produkte, die Sie, wie gesagt, aus moralischen Gründen oder ethischen Gründen ablehnen würden? Ich würde nie einen Panzer designen oder einen Tornado. Das würden Sie nicht? Nein. Design wird immer populärer. Jeder möchte zu Hause irgendeine Designerlampe haben oder einen Designerstuhl.
Eigentlich werden diese Objekte ja auch in einer großen Anzahl hergestellt und das Honorar für die Designer, selbst wenn es sehr hoch ist, rechtfertigt für mich eigentlich den hohen Preis für diese Designerprodukte nicht. Wie sehen Sie das? Stimme ich Ihnen zu, ist absolut der Fall und eigentlich in einigen Fällen sehr unmotiviert und gibt einen vielleicht negativen Beigeschmack für den Beruf Designer, weil das im Moment durch diese ganze aktuelle Tendenz zur Designeruhr, zur Designerkrawatte, zum Designerauto mit Spezialausführungen, ein Lincoln von Pierre Cardin, das ist nicht glaubwürdig. Das kann man dem Markt eigentlich auf die Dauer nicht zumuten. Also Sie glauben, dass sich diese Designerinflation, würden Sie mir da beistimmen, mit Designerinflation, ne? Die wird sich wahrscheinlich wieder zurückführen lassen auf eine Zurückbesinnung auf mehr glaubwürdige Werte und das muss eigentlich der Fall sein. Würden Sie auch gerne Produkte entwerfen, die reine Kunstprodukte sind? Ich denke zum Beispiel an die Stühle des Architekten und Designer Peter Wewerka. Diese kann man ja nicht benutzen, die kann man ja nur hinstellen und betrachten. Ja, das würde mir Spaß machen und das ist immer auch mit einem Augenblick nach zur Seite hin zu sehen, ein Statement. Das Statement, das eigentlich keine Begründung hat und keinen Endnutzen in dem Sinne, das ist etwas auch, das ich als absolut legitime Umsetzung von geistigem Konzept in eine dreidimensionale Form sehe. Aber Sie haben es noch nie gemacht bis jetzt? Nein, ich mache es viel auf Papier. Viel auf Papier. Ja. Sie wohnen jetzt seit 6 Jahren in Los Angeles mit Ihrer Familie und Ihren 4 Töchtern. Warum gerade Los Angeles? Wieder einige Einflussfaktoren. Zunächst mal die Schulausbildung in Los Angeles, einfach weil es keine andere Schule gab oder zumindest ich fand keine andere Schule. Ich bin an das Los Angeles Art Center College gekommen 1971, habe dort meine Ausbildung gemacht im Industriedesign, wie gesagt. Und hatte dann eine Zeit dazwischen von 1975 bis 1981 3 Jahre in Zell am See als Designer bei Porsche und dann 3 Jahre nochmal in Südfrankreich, in Monte Carlo, wo ich mich praktisch auf das selbstständige Dasein als Designer präpariert habe und dann aber eigentlich den Weg sehr schnell zurückgefunden habe nach Kalifornien, vielleicht einem ernsthafteren, seriöseren Arbeitsklima als der Côte d'Azur, aber doch in vielen Beziehungen mit dem gleichen Freizeitwert. Wir können also auch Skifahren in 1,5 Stunden Umkreis. Wir können auch Wasserskifahren in 20 Minuten Entfernung und haben das Klima, das kalifornische, haben dort ein sehr pro-Familienklima mit mittlerweile 4 kleinen Kindern. Hilft uns das sehr stark. Ihre Frau ist ja Australierin, glaube ich, nicht Amerikanerin. Meine Frau ist aus Sydney, jawohl. Auch dort passt das irgendwie in den Guss klimatisch und die Familie meiner Frau lebt in Los Angeles. Das heißt also, insgesamt, Los Angeles ist für uns im Moment ein optimaler Boden als Standort, auch beruflich, wie gesagt, sehr positiv. Was uns natürlich langsam etwas hier ändert in der Meinung, sind Dinge wie zum Beispiel die Bevölkerungsexplosion in Los Angeles, die immer schwieriger werdenden Verkehrsverhältnisse. Wir haben ja große Distanzen zu bewältigen, die ohne Auto überhaupt nicht machbar sind in Los Angeles. In Los Angeles kann man ja gar nicht wohnen ohne Auto, glaube ich. Überhaupt nicht. Und aus dem Grunde wird das auch in den nächsten 10 Jahren wahrscheinlich unkontrollierbar werden. Man wird so langsam Zustände sehen wie in Mexico City, eine Metropolis, die von innen heraus sich erstickt. Und auch in anderen Aspekten, sie haben Drogenprobleme, sie haben Probleme der persönlichen Sicherheit. Wenn ich meine Kinder in die Schule fahre zum Beispiel, muss ich auf ein Blatt Papier unterschreiben, dass das Kind in der Schule ist. Und wenn ich es abhole, dann muss ich auch wieder persönlich unterschreiben. Also jeden Tag? Jeden Tag. Und das sind eigentlich Umweltverhältnisse, die dann letztendlich die Sache etwas negativ beeinflussen und eine Tendenz ist ganz bestimmt da, dass Leute, die in Los Angeles wohnen, sich
anders orientieren, umorientieren, von der Los Angeles, von dem Stadtkern wegziehen in Richtungen, die wesentlich weiter weg sind von dem Urban Environment. Und da kommt ja noch die Gefahr des Erdbebens dazu, nicht wahr? Das ist noch ein ganz besonders schöner Bonus, jawohl. Es ist eine Implikation, die nicht nur Respekt verschafft, aber die einem eigentlich auch Angst machen könnte. Aber das unterdrückt man. Es muss ja auch immer ausbalanciert werden. Ich kann nicht alles haben. Insofern sind das Dinge, die man eigentlich auf die Dauer hin irgendwie lösen sollte. Und jetzt werden Sie ja auch noch Dozent an der Designschule, wo Sie selber früher als Student waren. Ja, das Art Center College hat ein Overseas Campus, einen Ableger sozusagen in Vevey am Genfersee. Und dort bin ich im Beirat und werde auch im Sommer nächsten Jahres Produktdesign unterrichten, was ich sehr gerne tun werde. Und auch den Feedback dann tatsächlich realiter mit dem Auszubildenden, mit dem Studenten habe. Und das ist für mich ein Challenge, das ist eine Herausforderung, aber auch irgendwie nochmal ein Faktor, dass ich der Schule das zurückzahlen kann, was sie mir gegeben hat. Wie verbringen Sie eigentlich Ihre Freizeit in Los Angeles? Die Freizeit ist gut vorhanden, da ich ja sehr flexibel bin. Ich stehe sehr, sehr früh auf und arbeite eigentlich sehr intensiv morgens. Und habe dann die zweite Hälfte des Tages zur Verfügung für das, was Sie vielleicht als Freizeit bezeichnen. Und mache das auch ganz intensiv, zunächst mal sportlich gesehen, mit Fahrrad an der Beach. Viel Luft, viel Bewegung. Dazu ist ja auch nun Kalifornien ein ganz besonders schönes Environment. Und spiele, wenn ich die Zeit finde, auch etwas Golf. Und in einer mehr hausbezogenen Situation sammle ich Automodelle und habe jetzt mittlerweile schon eine fast unkontrollierbare Anzahl von Automodellen akquiriert. Kommen wir auf Ihre Arbeit als Designer zurück. Der Soziologe Erich Fromm schrieb einmal, dass sich unsere Gesellschaft in den letzten 20 Jahren von einer Kultur des Seins in eine Kultur des Habens entwickelt hätte, eine Einschätzung, die wohl auf alle postindustriellen westlichen Länder zutrifft. Die kaufkräftigen Schichten, so wenigstens Erich Fromm, würden sich nicht mehr durch Meinungen, Überzeugungen definieren, sondern eher über Outfits, Gegenstände, eben Lifestyle. Ich meine, Sie sind ja auch, Jan Matthias, am schönen Schein beteiligt, der immer wichtiger wird. Richtig, richtig. Die Shopaholics, die Shopaholics, also diese fast süchtigen Einkäufer, richtig, also Konsumenten. Workaholics, sondern Shopaholics. Das ist eine Konsumentengruppe, die ganz bestimmt wesentlichen Einfluss hat momentan und auf die man Produkte ausrichten kann. Natürlich im gleichen Atemzug ein negatives Element, denn da wird ja eigentlich dem Berufsstand Design etwas die Glaubwürdigkeit genommen. Das heißt, das Produkt wird zu einem l'art pour l'art Produkt. Es ist keine Begründung dort. Ein Lifestyle kann ja alles sein, aber das fragt nicht nach einer Leistung des Produktes, sondern nur nach einer Repräsentanz und nach einem Darstellen. Das heißt, man trägt eine bestimmte Uhr oder einen bestimmten Schuh, um eine bestimmte Philosophie oder Mentalität hinüberzubringen als Botschaft. Und da wird es für mich fragwürdig. Ist es extremer in Amerika oder in Europa, dieser Trend nach Outfits? Ich würde sagen, das hält sich die Waage. Das hält sich die Waage. Das hat man in Amerika sehr stark mit den Yuppies, aber die Yuppies haben sie auch hier. Dass ich mich mit ganz bestimmten Artikeln umgebe, um in eine ganz bestimmte Klasse eingereiht zu werden. Dass ich Church-Schuhe trage oder eine Rolex trage oder einen Dupont-Kugelschreiber und einen BMW M3 fahre. Das sind Dinge, die ganz kontrolliert zu bewerten und statistisch nachweisbar sind.
Beim kürzlichen Wahlkampf in Amerika ging es ja auch in erster Linie darum, die beiden Kandidaten wie ein, ich sag's mal salopp, durchgestyltes Produkt zu verkaufen. Was empfanden Sie während dieser Kampagne? Substanziell Enttäuschung. Beides waren keine Wunschkandidaten. Beide halten sich eigentlich die Waage in dem Maße, wie sie die Bevölkerung ja eigentlich auf mangelhafte Art und Weise befriedigt haben, vom politischen her, vom gedanklichen her, vom Konzept her. Aber mussten Sie nicht oft irgendwie schmunzeln als Designer, als kreativer Mensch, wenn Sie sehen, natürlich, wie sich der Herr Bush plötzlich so ändert in seiner Art, sich natürlich, zu bewegen? Natürlich, aber das ist Amerika. Das ist Showbusiness. Das ist seit Jack Kennedy, seitdem das Fernsehen als... John Kennedy. Nachdem das Fernsehen als Hauptmedienträger eingeführt wurde in den politischen Wahlkampf, ist das zum Showbusiness geworden. Und insofern auch natürlich legitim, dass das im Endeffekt, wie gesagt, substanziell zu dem Verständnis des Kandidaten nicht mehr viel beitragen kann, das ist vollkommen richtig. Wenn ein Politiker Sie fragen würde, ob Sie ihm ein neues Image aufbauen würden, das wurde zum Beispiel mit der Margaret Thatcher gemacht. Was würden Sie antworten? Das wäre doch eine spannende Aufgabe. Ja, das ist jetzt, da wird es jetzt komisch. Wahrscheinlich würde ich die Imagefrage überhaupt nicht beantworten wollen. Ich möchte da nicht ins Politische kommen. Ich möchte da nicht eine solche Themenstellung beantworten. Dass ich Air Force One neu ausstatte, natürlich. Aber das... Was heißt Air Force One? Dass ich zum Beispiel einen Auftrag bekomme über die Innenausstattung der Präsidentenmaschine. Fantastisch. Ist auch ein Faktor der Image-Darstellung. Aber den würden Sie ablehnen? Nein, den würde ich, das würde ich machen. Die das Präsidentenmaschine als von Interior Design, natürlich, absolut. Aber ich würde nie meine Kreativität dem politischen Wahlkampf zur Verfügung stellen, auf keinen Fall. Sie beschäftigen sich nicht nur als Produktdesigner, sondern arbeiten auch an Verpackungen, wenn ich das so salopp sagen kann. Also im Falle von St. Moritz. Ja, was muss man darunter verstehen? Das ist ein ganz interessanter Punkt. Und zwar ist das eine Implikation, die im sogenannten Markennamen, in der Verwertung von Markennamen, sehr, sehr vorrangig zu identifizieren ist. Und zwar ist das der Schutz des Namens. Denn wenn man einen Namen wie zum Beispiel St. Moritz nicht schützt, gibt man ihn praktisch frei für jeden, der den Namen verwerten möchte. Und St. Moritz hat als erster Wintersportort der Welt überhaupt seinen Namen schützen lassen, um Kontrolle über diesen Namen zu behalten. Das heißt Kontrolle in der Verwertung, in der kommerziellen Verwertung, Kontrolle in der Darstellung etc. Und es gibt ja zum Beispiel in Amerika gibt es Zigaretten, Rothmans, St. Moritz. Dann gibt es in Japan zum Beispiel alleine in der Stadt Tokio 18 Restaurants mit dem Namen St. Moritz, die überhaupt außerhalb der Kontrolle dieser Stadt liegen. Haben Sie eigentlich nie Angst, plötzlich keine neuen Ideen mehr zu haben? Auf keinen Fall. Das ist vielleicht der stärkste Punkt. Das Talent, Ideen zu kreieren, denn die kommen ja nicht von alleine, sondern die sind immer Resultat eines geistigen Prozesses. Und darin liegt eine der Stärken, dass ich Ideen sowohl auf Kommando als auch freiwillig schaffen kann. Und das zeigt sich auch in der Bandbreite, dass ich nicht auf ein Thema festgelegt bin. Und das wäre so praktisch, wenn Sie ein Golfturnier bestreiten wollen und sind in der Anzahl der Bälle begrenzt. Mit 3 Bällen werden Sie dann wahrscheinlich mehr Probleme haben, als wenn Sie eine unbegrenzte Anzahl von Bällen mitbringen. Also Sie haben selten eine schlaflose Nacht, weil Sie denken, ich habe noch keine Idee für den Kunden. Ich habe schlaflose Nächte, weil ich zu viele Ideen habe. Ja, Matthias, wir bedanken uns herzlich für das Gespräch. Danke Ihnen.